Willkommen zurück zu Janked Up Mario Party. Jetzt können wir nochmal den Titelscreen kurz sehen. Geil, ne? So, 108. Wie gehen wir da rein nach dem Bowser-Kampf? So sieht das jetzt aus. Das Schloss steht als Besiegter. Fragt aber nicht, warum das Schloss genauso aussieht wie die anderen. Also es hat nichts Besonderes. Man fragt genauso wenig, warum ich jetzt 12 Leben habe. 12 ist echt eine komische Zahl. Von 99 auf 12 auf einmal runter. Also ich glaube, ich hatte 99. Naja, auf jeden Fall ist das Spiel ja an sich größtenteils fertig. Aber ich glaube, so um die zwei Welten fehlen uns noch. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal weit reisen. Ja, ganz weit reisen. Das hätte ich auch mal ruhig vor der Aufnahme machen können, aber nein, das mache ich natürlich wieder nicht. So, wo geht's denn hier zurück? So. Nein, nicht so. So. Da war nämlich diese bezaubernde Welt, wo wir in die durch die Zeit gereist sind. Oder soll ich zuerst die Sternwelt machen? Ich weiß es gar nicht. Ne, okay. Wir machen das hier. Das ist das ein Video? Ich weiß es gar nicht. So, anscheinend hat es auch keine Yoshi-Münzen, aber es scheint ja auch so ein Level selbst zu sein, was so ein Yoshi-Haus ist. Wir kommen in der Extra-Welt. In dieser Welt brauchst du mehr, also brauchst du ein paar Drachenmünzen, um reinzukommen. Geh in den Level-Shop. Okay. Gucken wir mal. Ah. Power-Ups fallen runter und... Oh, es fallen ja richtig viele runter. Ich dachte so, einmal verkackt, dann kriege ich die nicht mehr. Yeah, es regnet Power-Ups. Wie schön. Geht's hier weiter? Okay. Ein Filmraum. Chains of Atrophy, okay. Das Level habe ich noch nicht. Tja. Das habe ich auch noch nicht, also können wir uns hier noch gar nichts angucken. Sonst so. Das ist jetzt so Schloss. Das hier ist zum Öffnen von irgendwas. Jeder Schlüssel kann ein Level in dieser Welt öffnen. Achso, und dafür braucht man die Drachenmünzen. Aber du musst nicht dafür bezahlen, man muss sie nur haben. In Welt 1 wahrscheinlich. Du musst 20... Achso, nee, du musst in 20 Levels alle Drachenmünzen haben. Und ich habe 63. Nehmen wir uns den Schlüssel. In 28 Levels, ich habe ja 63 anscheinend. So, 36. 44. 52, jetzt wird's eng. 60, oh yeah, ich kann alle, das heißt, ich kann jetzt, glaube ich, alle Levels in dieser Welt spielen. Oh, nice, okay. Also, ich glaube, so ist das dann. Was ist das? Ein Kompass. Damit kann ich was freischalten. Das ist eine Liste von den Architekten, die die Räume in Shattered Dreams gemacht haben. Okay. Ich muss im 65 Level alle Dragon Coins haben und ich habe die nur in 63. Das ist ein Orb und das ist ein Quad-Core Power Generator, der mir erlaubt, 4 Feuerbälle auf einmal zu schießen, anstatt nur 2, wenn ich eine Feuerblume habe. Ist ja der Wahnsinn. Und die kann ich sogar haben. Zack, weil ich brauche nur 40 Yoshi-Münzen. Dieser First Aid Kit, also Erste-Hilfe-Koffer, hat Pilze, wenn du. Also, die mich davor verhindern, wenn ich klein bin, wenn ich in der Overworld bin. Also, das heißt, ich kann nicht mehr klein in ein Level rein. Okay. Hey, Mann, das sind echt coole Sachen. Die hätte ich echt gerne schon ein bisschen vorher gehabt. Nur das eine kann ich noch nicht haben. Dafür brauche ich noch in 2 Levels mehr, die Yoshi-Coins. Hier kann ich speichern. Und das war's. Okay, was für ein nettes Haus. Ich weiß nicht, ob ich zuerst aber die Sternwelt machen soll, um ehrlich zu sein. Ich glaube... Wir gehen mal zuerst in Richtung Sternwelt. Ich glaube, die sollte man zuerst machen. Ich weiß nicht, was das Spiel halt vorgesehen hat, was ich zuerst machen soll. Ich mache jetzt zuerst mal doch dann Sternwelt. Fangen wir hier an. Chains of Atrophy. Wow, das sieht sehr interessant aus. Hat ein Secret Exit. Moment, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Hat es auch Yoshi Coins? Ja, hat es auch. So, wir haben... Also, wir haben... Eisboden. Unterwassermusik und Hintergrund Geister aus. Also, volles Programm. So, da oben ist ja ein Schlüssel. Hier kann ich rein. Achso, ein Reset-Door. Gut, das ist ein komisches Level. Wenn ich mit R scrolle, dann fällt der Esser. Wer ist denn der Eater? Okay, ich habe keine Ahnung. Wow, scheiße. Ach, das, die Dinger sind das. Okay, das war jetzt komisch. Kann ich jetzt da hochfliegen? Yeah. Ah, ich muss geduckt fliegen, oder? Geht das? Moment, kann ich geduckt losfliegen? Eben hatte ich den Anlauf, den ich brauche.
schaffe ich sie ja nicht ein zweites Mal loszufliegen. Scheiße, ich schaffe es jetzt nicht mehr zu fliegen. Jetzt schaffe ich es zu fliegen. Wie habe ich es eben gemacht? So kann ich fliegen. Aber ich kann nicht geduckt losfliegen, das geht einfach nicht. Ich habe jetzt aber mal das gesamte Levelprinzip nicht verstanden. Was haben wir da oben? Da kann ich auch nicht rein. Okay, das Level ist komisch. Habe ich es irgendwie verkackt oder so? Kann ich irgendwie einen Schlüssel bekommen? Also, es hat ja, wann hat es angefangen zu scrollen? Als ich auf den gegangen bin. Moment, ich kann doch auch... Moment, ich kann doch zack... dann voll cool da durchrutschen und dann habe ich den Schlüssel. Und dann muss ich ihn nur noch... Okay, ein bisschen mehr gehört da schon zu. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Ich muss mich gerade Augen kratzen. Ey, das ist ja cool. Retry. Das ist ja nett. Nichtsdestotrotz kommt schon. Das kriegen wir jetzt aber hin. Ah! Wie komme ich jetzt darüber? Mit Anlauf einfach. Anlauf und fliegen. Anlauf und fliegen. Ach, komm schon. Das ist doch nicht so schwer. Wieso kriege ich das gar nicht hin? Ich kann... Oder wir gehen einfach hier rein und dann resetten wir das alles hier. Aber den Schlüssel habe ich dann immer noch. Also ist doch alles gut. Und dann kann ich immer noch darüber springen. Und dann wollte ich eigentlich nicht hier rein. Nein! Als ob das nicht geht. Die haben echt mitgedacht. Ich komme da nicht hin. Krass, das sah so aus, als würde ich ja ganz easy hinkommen. Okay, dann, wie wär's, wenn wir das Ding nochmal resetten? Oder. Da fliegt ja so eine Plattform daher, wisst ihr? Ich sollte eigentlich auf dieser Plattform drauf sein. Aber ich hab's verkackt. Jetzt nochmal. Aber ich rutsche auch von der Plattform ab. Das ist doch voll das Desaster. Das klappt irgendwie nicht. Oh, was ist denn das? Es klappt ja vorne und hinten nicht. Ich müsste von unten dann einmal abspringen. Ja, aber nicht so. Boah, das kann doch nicht. Nein, ah, oh, wieso? Kommt schon. Oh, nein, es klappt nicht. Kann sein, dass es gar nicht erst möglich ist. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil ich berühre das Ding eindeutig. Also jetzt gerade nicht, aber eben habe ich schon ein oder zweimal auf jeden Fall geschafft. Hey, ich verstehe das nicht. Okay, dann nicht. Keine Ahnung. Irgendwie, es klappt nicht. Das habe ich schon mal gesagt, es klappt nicht. Egal, wie sehr ich es versuche, es funktioniert nicht. Also der Schlüssel und Schlüsselloch funktioniert nicht. Das ist auch wieder zum Resetten. Das ist ein sehr komisches Level. Ich verstehe das Prinzip nicht und ich verstehe die Secret Exit auch gar nicht. Okay. Diese Blöcke, die sich wegscrollen, diese Ether-Blocks, die werden sich nur aktivieren, wenn ich auf einem braunen Block draufstehe. Und falls ich es verkacke, muss ich in eine Pipe reingehen, um das Ganze zu resetten. So, damit haben wir das schon mal. Ich glaube, den Schlüssel brauche ich dann gar nicht mehr, oder? Brauche ich den? Oh Mann! Komm schon, ich stelle mich jetzt gerade schon bei den leichtesten Sachen doof an. Oh fuck, das wollte ich gar nicht. Na okay. War doch nicht so schlimm. Und jetzt habe ich es verkackt, oder was? Weil ich nicht auf dem braunen Block stehe. Aber hier ist sogar kein brauner Block. Ist das ein brauner Block, wenn der... Ich glaube... Ah, okay, dann hat keine Power-Ups. Scheiße, Mann, jetzt. Ah, mit Fliegen wäre das sicher schöner geworden hier. Oh Gott. Zu früh. Zu früh.
Ich muss echt später drauf. Das wusste ich aber vorher nicht. Jetzt vielleicht? Boah, scheiße. Der geht ja erstmal... Der geht nicht direkt runter. Der macht erst diesen Bogen. Da wisst ihr so, jetzt könnte es klappen. Ja, wahrscheinlich. Ah, nett. Oh. Oh, die Yoshi-Coin ist weggescrollt. Na, das darf natürlich nicht passieren. Das passiert, wenn ich auf jeden von diesen Blöcken draufgehe. So, ich will die ja natürlich aber haben. Keine Frage. Ich habe nur das Secret extra noch überhaupt nicht gerafft. Ja, toll. Wie soll ich denn hier weiterkommen? In klein. Ich glaube, mit Power-Up komme ich hier nicht weiter. Oh. Habe ich es verkackt? Ich habe es verkackt. Ich glaube, ich hätte ihn vorher drücken müssen, oder? Aber dann darf das doch nicht zur Münze werden, oder? Boah, scheiße. Wieso muss jedes Level eigentlich nur aus Rätseln bestehen? Kann man nicht einfach mal ein normales Level bauen? Jetzt gibt es keine braunen Blöcke mehr. Ach so, ich kann aber bauen. Moment. Rewind. Nochmal Rewind. Okay, das wird reichen. Ich muss nämlich auf den Block springen, bevor er braun wird, um das hier hinzubauen. So, dann können wir das alles hier machen. So, und dann muss ich, glaube ich, mit richtigem Timing... Ja, aber wie? Verstehe ich nicht. So vielleicht? Auch nicht. Ach man, das ist echt kacke. Gut, versuchen wir es nochmal mit dem P-Switch am Anfang, weil es wird doch... Wird das irgendwas ändern? Vielleicht schon. Ich weiß noch nicht. Eigentlich nicht, glaube ich. Langsam. Wenn ich mich in die Mitte stelle, auch nicht. Verstehe ich nicht. Also ich weiß gerade echt nicht, wie es gehen soll, weil das Problem ist ja, ich darf nicht alles irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ach, keine Ahnung. Ich bin gerade so verwirrt, ne? Also, das Ding geht nur durch, wenn eine solide Kette entsteht. Aber die Kette kann ja nicht entstehen, da der Block ja zu einer Münze wird da oben. Aber in der Zeit, wenn ich den so lassen würde und dann runterscrollen würde... Ne, das geht ja auch gar nicht. Ich muss den ja auch so aktivieren. Das heißt, es kann gar nicht klappen. Egal, wie ich das mache. Also, ich kann das echt bis dahin bauen, so. Oh, oder anders. Andere Idee. Ach, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Scheiße. Ich glaube, es geht doch. Oh, Mann. Manchmal... bin ich echt langsam im Kopf, weil... Jetzt habe ich's. So geht das. Das ist doch möglich. Ich habe nur echt lange dafür gebraucht. So, cool. Jetzt haben wir uns den Weg hier frei gemacht. Und jetzt? Ach so, gut. Da ist ein Pilz drin, weil... Den brauche ich, ja. Mal gucken, ob der mir der P-Switch irgendwas bringt. Aber ich denke nicht, oder? Ja, ich muss ja eh in die Tür rein. Oh, jetzt sind wir unter Wasser. Und das Rätsel geht wahrscheinlich weiter hier. Oh. Ich muss eine Münzspur bauen. Toll. Aber ich kann... Ich kann keine Münzspur... Moment. Hä? Ich kann keine Münzspur an diesem Kreis vorbeibauen links. Doch, nee, geht nicht. Geht nicht. Da mache ich mich mal klein. Ist das eine Reset-Tür da oben? Oder Röhre, je nachdem.
Okay, es geht weiter. Ich glaube, das war schon gar nicht mal so falsch. Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße. Ich hatte es, glaube ich, fast. Nee, der muss irgendwie da oben rein. Ja, dann habe ich es verkackt. Dann probieren wir es mal von vorne. Also ich revent jetzt einfach mal. Also ich muss mir das holen. Und dann ganz schnell hier hin. Wieso hält er dann an? Ich verstehe es nicht. Ich muss ja dieses Ding hinbauen. Aber der geht nicht bis hier oben hin. Der geht nur irgendwie bis einen davor. Seht ihr, der hält an, wenn ich nach oben dann drücke. Ja doch, das sollte klappen. Jetzt muss er nur runterkommen. Mich nicht dabei töten, das war so klar, dass er das machen muss. So, und dann kann ich hier rein. Oh, ein weiterer Raum geschafft, zum Glück. Wie mache ich das mit der Yoshi-Münze jetzt? Okay, was auch immer ich hier falsch gemacht habe, die Yoshi-Münze habe ich ja jetzt. Also kann ich jetzt hier beruhigt weiter. Das auch zum Resetten. Was hat es mit dieser Münze auf sich und so? Da komme ich nicht hin. Da ist an nichts mehr. Da kann ich mich hier hinstellen, aber hier wird da auch nichts sein, oder? Ich komme da gar nicht mal hin. Ah, okay. Ich hab's verkackt, ne? Ja, ich glaube. Aber ich habe schon eine Idee, wie es gehen soll. So, das darf hier nur nicht kaputt gemacht werden. Wie aktiviere ich denn dann? Ne, Moment. Ich glaube nicht, dass das klappen wird, aber wir gucken mal. Oh, nee, so erst recht nicht. Der frisst sich jetzt den Weg da unten durch, aber was, in welche Richtung geht der denn? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ey, was ist das für ein Level, Mann? Ich dachte, hier hat man Spaß und sowas, aber nein. Das ist einfach nur komisch. Bis zum geht nicht mehr. Wie kann ich den Weg von dem beeinflussen? Vielleicht indem ich... Ne, nicht den entferne. Das wollte ich auch gar nicht. So, wir versuchen da reinzugehen. Und... Ich weiß nicht, was ich davon alles entfernen muss. Vielleicht die alle? Den auch vielleicht? Das weiß ich aber nicht. So, das ist jetzt echt so... Mal gucken, wie es läuft. Er geht nach rechts. Wieso geht er nach rechts? Wenn ich den jetzt wegnehme. Dann klappt's. Okay, ich weiß nicht warum, aber dann hat's geklappt. So. Achso, wir sind wieder mal unter Wasser. Ich weiß nicht, ob dieser Maulwurf sterben darf oder nicht darf. Okay, ich denke, ich habe einen Vorteil. Ich weiß nicht, ob es auf Zeit hier geht, aber ich glaube, ich habe einen Vorteil, indem ich schon mit einem Block hier unterwegs bin. Und dann muss ich ganz schnell hier rein. Ja, ganz schnell von vorne starten. Nein. Schnell nehmen. Boah, schneller. Ich weiß gar nicht. Das ist alles so komisch hier. Bin ich überhaupt noch dabei? Oder habe ich schon verkackt? Ich weiß es noch nicht mal. Boah, macht mir nicht alles kaputt, Mann.
ich hab's verkackt. Ich weiß nur noch nicht, warum ich's verkackt habe. So, ich muss auf jeden Fall es auf Zeit hier schaffen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das am besten mache. Jetzt. Ah, geschafft. Ich hatte es schon falsch, als ich die überhaupt gedrückt habe, oder? Mal gucken. Oh, ich will die Yoshi-Münze haben. Jetzt geht's nur noch um diese bescheuerte Yoshi-Münze. Nein, ich muss einen verrückten Sprung schaffen. Nein, das will ich aber nicht. Ich muss echt so einen scheiß Sprung schaffen, irgendwie. Es geht. Man kann es schaffen. Ich hab's geschafft. Yeah! Okay, das warpt uns hier hin. Wo man übrigens hier weiter kann. Ich will aber... Ich weiß, eigentlich soll ich es auf den nächsten Part verschieben. Aber ich würde echt gerne dieses Secret Exit haben noch. Weil ich überhaupt nicht gecheckt habe, wie das gehen soll. Wir können uns jetzt soweit schon mal den Schlüssel holen. Dann? Wieso funktioniert denn überhaupt die Schlüssel noch nicht? Das ist echt so ein komisches Level, ne? Moment, ist er stehen geblieben? Nein, der ist nicht stehen geblieben, oder? Der eine Block. Er ist stehen geblieben. Warum bleibt er diesmal stehen? Aber davon habe ich ja auch nichts, wenn er stehen bleibt. Ich habe doch gar nichts davon. Aber warum passiert denn das auf einmal? Warum passiert denn das jetzt nicht mehr? Hält der dann an, wenn ich... Nein, drauf springe auch nicht. Der hält... Kann ich beeinflussen, wann er stehen bleibt? Irgendwie schon so ein bisschen, ne? Aber ich weiß nicht wie. Wann hält er an? Jetzt hält er gar nicht an. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab nicht verstanden, was ihn zum Anhalten beeinflusst. Rückspulen. Das ist so komisch, ne? Schon zu weit. So, versuchen wir mal, die Kamera nach rechts auszuschreiten. Ich meine, das steht ja auch auf dieser Infobox drauf. Etherblocks sind schüchtern und werden aufhören, wenn es einen anderen Punkt erwischt. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Verstehe dieses Kriterium einfach nicht. Wenn ich mich nicht bewege, zieht er durch. Wenn ich springe, hält er irgendwann an. Aber ich würde ihn ja so oder so niemals erreichen können. Vielleicht versuche ich das nochmal mit einer Yoshi-Münze. Ich sollte es echt auf den nächsten Part verschieben, eigentlich. Ich weiß aber. Gibt es hier überhaupt Items? Ja, hier gibt es Items in dem Level. Yoshi wird mir, glaube ich. Yoshi darf ich, glaube ich, gar nicht erst mit reinnehmen. Aber wir gucken mal. Gucken wir mal. Doch, Yoshi ist erlaubt. Kann ich nicht das ganze Level mehr durchcheaten einfach? Yoshi kommt gar nicht hier durch. Das ist es. Oder? Doch, er kommt schon durch. Wenn ich jetzt so mache... Oder wenn ich versuche, mit ihm erstmal das aufzumachen. Warte mal. Achso, ich krieg das hier nur da hinten auf. Ach, komm schon. Oder ich versuche nochmal das mit dieser Methode hier. Ich habe mir extra ein Cape geholt, damit es ja einfacher werden soll. Jetzt hat es irgendwie geklappt. Diesmal hat es geklappt.
Oh, endlich. Das führt uns eigentlich auch nur zum anderen Warp-Punkt. Aber gut. Das soll es ja schon gewesen sein. Nur ich verstehe halt nicht, warum am Anfang von dem Part, wo ich hier in dem Level drin war, es einfach nicht funktionieren wollte, dass ich das mit dem Schlüsselloch... Aber ich habe es auch, glaube ich, nicht auf die richtig wirklich vorgesehene Art geschafft. Aber ist egal. Wir haben es auf jeden Fall hinbekommen. Mal wieder einen langen Part gemacht. So, und im nächsten Part gehen wir dann oben lang oder unten lang. Mal schauen. Wir versuchen, diese Sternwelt zu komplettieren, ne? Bis dann.